Also, wie umgehen mit der Marktmacht einiger großer Digitalkonzerne? Das ist eine Frage, die sich inzwischen auch die Bundesregierung stellt, die eine Expertenkommission hat arbeiten lassen in letzter Zeit und jetzt konkrete Vorschläge auf dem Tisch hat und über konkrete Vorschläge berät. Und ich freue mich sehr, dass Marita von Oxfam und Jan Schallerböck, Jurist bei iRights und Mitglied bei der Digitalen Gesellschaft, uns jetzt heute einen Einblick in die Problematik und in die Lösungsvorschläge geben und eine kleine Bewertung vornehmen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns, glaube ich, beide, mal wieder hier zu sein. Aber ich habe heute echt schlechte Laune. Ich finde, es läuft irgendwie nicht so richtig rund in der Politik. Und ich will jetzt gar nicht über die aktuellen Umfrageergebnisse über Trump lamentieren oder die Wahlergebnisse in Thüringen. Ich habe mir jetzt zum Einstieg heute drei andere Beispiele rausgepickt. Das erste ist die Maut. Warum die Maut? Wir haben Schaden in der öffentlichen Hand in der Größenordnung von 500 Millionen Euro, sagen die Auguren. Und das existiert deswegen, weil Scheuer einen Vertrag unterschrieben hat und durch das EuGH-Urteil dieser Vertrag ihm sozusagen den Boden entzogen wurde. Und jetzt muss er einstehen dafür, dass das Unternehmen, mit dem er den Vertrag unterschrieben hat, Gewinnerwartungen hatte. Die sind ja noch gar nicht entstanden und die sind jetzt auch leicht zu erzielen, aber für diese Gewinnerwartungen muss jetzt der Bund aufkommen und das sind halt nach derzeitigen Rechnungen 500 Millionen, weil die nämlich kalkulieren von einem Gewinn von 25%, einer Rendite von 25%. Möchte ich bei meiner Bank auch mal bekommen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig mit den Größenordnungen bei diesen Zahlen, deswegen habe ich mir den Einzelplan 2017 vom Bundesministerium für Verkehr mal kurz angeguckt und gesagt, naja, 500 Millionen, das ist insgesamt schon ein ganz schön fettes Budget, ist ja dann gar nicht so viel. Allein für den Straßenbau wird 8,6 Millionen ausgegeben, mittlerweile sind es 10 Millionen und so weiter. Also Peanuts. Aber auf der anderen Seite muss man sich mal angucken, wenn man da mal sich den Plan genauer anguckt, was da für digitale Infrastruktur ausgegeben wird. In 2017 waren das 471 Millionen. Fragt man sich eigentlich, warum das Ministerium Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur heißt. Zweites Beispiel, Cum-Ex-Geschäfte, nervt wahrscheinlich jeden total, mich auch. Da kommen wir dann in andere Größenordnungen, reden wir nicht über 500 Millionen, sondern mehr als 50 Milliarden. Und was war der Grund dafür, dass das den Staat so viel Geld gekostet hat? Also Cum-Ex-Geschäfte kennt wahrscheinlich jeder, ist die Idee irgendwie, ich mache eine Umsatzsteuervoranmeldung, lass mir das zurückerstatten und kriege das dann noch ein zweites Mal wieder. Und dann macht man irgendwelche Hebel und dann funktioniert das ganz toll. Hat jahrelang total gut funktioniert, dann hat man versucht, das regulativ in den Griff zu bekommen und dann haben einige Großkanzleikollegen sich ins Zeug gelegt bei der Bundesregierung und beim Gesetzesentwurf und zumindest berichtet der Spiegel so, dass der Zeuge ausgesagt hat, dass er dann bewirkt hat, dass sie ganz leicht das Geschäft dann ins Ausland verlegen konnten und das fröhlich auch noch weitermachen konnten. So gibt es da Einflussnahmen. Ein drittes Beispiel, und das wird euch vielleicht überraschen, ist Spotify. Ja, Spotify hat gerade 31% Zunahme bei den Premium-Accounts. Spotify, große Sache, tolles Zeug. Man könnte jetzt sagen, das ist eine gute Nachricht. Kulturflatrate geht doch, ne? Jetzt haben wir die endlich. Aber eben in dem beschränkten Programm von einigen großen Plattformen, die uns demnächst unsere Songs nicht nur per KI auf unsere Hörgewohnheiten streamen, sondern vermutlich ihren massentauglichen Sound auch gleich von einer KI komponieren lassen. Für Quereinsteiger, für diese neue Kompositionskunst, wird es ohne Datenzugriff auf das bei Spotify konzentrierte Nutzungsverhalten etwas schwieriger. Das Ganze ist umso ärgerlicher, als eine ganze Reihe von Akteuren, von DigiGuest und anderen genau das vorhergesagt haben. Aber die Musikindustrie hat sich mal wieder durchgesetzt, hat zwischendurch ein anträgliches Geschäftsmodell mit Abmahnungen erfunden. Und jetzt haben wir hier diese Marktkonzentration. Ich habe übrigens mal nachgerechnet, der Musikbestand, den Spotify hat, der passt auf ein paar Festplatten, ehrlich gesagt. Der Anschaffungspreis von den Festplatten liegt heutzutage bei unter 5.000 Euro. Man könnte also mit 100 Leuten und geteilten Kapazitäten den Preis von Spotify Premium locker mit ein paar Redundanzen sich gegenseitig zur Verfügung stellen. Gab es übrigens auch früher mal. Aber damals war der Content in der Hand der Nutzer, jetzt liegt er bei Spotify. Naja,
Deswegen brauchen wir jetzt eine Konzernmachtinitiative und ich freue mich, dass Marita Wiggertaler von Oxfam hier ist. Marita war, kann man glaube ich so sagen, eine der treibenden Kräfte von der aktiven deutschen NGO-Arbeit im Bereich der Reform des Kartellrechts. Und ich würde eigentlich erstmal gerne ein bisschen wissen, du hast zwar schon mal, warst zwar schon mal hier, aber vielleicht zur Einführung, wie kamt ihr zu den digitalen Themen? Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Die Konzernmachtinitiative hat sich Anfang 2018 gegründet. Es ist ein Bündnis von mehr als 27 Organisationen aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Wir als Oxfam arbeiten mehr zu landwirtschaftlichen Themen. Wir haben aber auch Mitglieder aus der netzpolitischen Szene wie Digital Courage und den Chaos Computer Club, aus der Gesundheitsszene, von bäuerlichen Organisationen und unser Ziel ist sozusagen Marktkonzentration, also die steigende Marktkonzentration zu stoppen und wir haben uns ganz bewusst als erstes Thema mit der Digitalisierung beschäftigt, weil wir wussten, dass das der Hauptanlass wird für die nächste Reform des Wettbewerbsrechts und wir auch im Digitalsektor jetzt schon Monopole haben, nämlich bei Google und Facebook. Und eines unserer Ziele ist, eine rechtliche Grundlage für die Zerschlagung von übermächtigen Konzernen zu schaffen. Und genau die Grundlage, die haben wir im digitalen Sektor. Okay, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir jetzt gerade in quasi fast im Jahrestakt Novellierungen des Kartellrechts durchführen. Ja, die 9. GWB-Novelle ist, da ist die Tinte noch fast nicht trocken. Und jetzt liegt schon die 10. auf dem Tisch. Was tut sich denn da gerade? Was ist denn der Vorschlag zur 10. Novelle? Wenn ich es richtig sehe, ist da in Düsseldorf, als Sie die vorgestellt haben, dann auch gleich der Referentenentwurf vom Ministerium selbst gewhistleblowed und geleakt worden. Ja, es ist zwar nicht offiziell, aber er liegt jetzt da auf den Servern von der Uni Düsseldorf, wenn ich es richtig sehe. Was ist denn da eure Einschätzung oder die Einschätzung? Also vielleicht erstmal zu dem Ziel, die die Bundesregierung gesetzt hat. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Ziel ist, das Wettbewerbsrecht zu modernisieren in Bezug auf die Digitalisierung. Einerseits. Zum anderen hat das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, dass sie das Wettbewerbsrecht fit machen wollen für die kartellrechtlichen Missbrauch von Internetgiganten. Genau die gleiche, also genau diese Wortwahl benutzt. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, die missbräuchlichen Praktiken von Internetkonzernen stärker zu ahnden und effektiver zu ahnden. Und wie würdest du sagen, ist es mit der 9. Novelle schon geglückt? Was ist denn mit der, also die ist ja jetzt schon verabschiedet und in Kraft. Oder war da noch Nachbesserungsbedarf und wo besteht der Fortschritt in der neuen Novellierung? Also mit der 9. GWB-Novelle wurde ja erstmal zum einen extra ein Paragraph eingeführt, der definiert, was eine marktbeherrschende Stellung auf beid- oder mehrseitigen Märkten, also im digitalen Sektor sozusagen, beinhaltet. Da ging es um Netzwerkeffekte, entsprechende Größenvorteile, die man dadurch haben kann, Zugang zu Daten und so weiter. Also was auf jeden Fall schon eine gute Grundlage geschaffen hat, überhaupt in den digitalen Sektor stärker sich den missbräuchlichen Praktiken anzuschauen. Und zum anderen wurde erstmalig festgelegt, dass kein Geld fließen muss, damit ein Konzern eine marktbeherrschende Stellung haben kann. Sondern wir wissen ja, hier geht es also sehr stark um die Nutzerzahlen, um die Nutzeraufrufe. Und das ist etwas, was beispielsweise jetzt auch in der 10. GWB-Novelle eigentlich noch ein bisschen verbessert werden könnte. Das heißt, durch die 9. GWB-Novelle oder vor der 9. GWB-Novelle konnte das Kartellamt eigentlich gar nichts machen, wenn irgendwie ein Facebook WhatsApp kauft, obwohl da riesen Nutzerzahlen hinterhängen, weil WhatsApp mit seinem Geschäftsmodell noch kein Geld verdient hat.
Und das hat sich durch die 9. Novelle schon geändert. Das war zumindest das Ziel, ja. Genau, bei der 10., also vielleicht wechseln wir mal dazu, was die 10. Novelle sozusagen jetzt vielleicht besser macht. Also wie gesagt, der Bundesregierung geht es darum, stärker die Missbräuche von Internetgiganten zu ahnden. Das finden wir erstmal gut. Sie haben dafür eine sozusagen Lex GAFA geschaffen, könnte man sagen. Es gibt jetzt einen extra Artikel, der praktisch nur auf diese Konzerne in erster Linie zugeschnitten ist. Und zwar handelte es sich bei diesem Artikel ausschließlich um Konzerne, die eine überragende und marktübergreifende Marktstellung haben. Und das trifft eben für diese Big Four sozusagen zu. Das Positive ist, dass jetzt das Bundeskartellamt, wenn es erstmal eine Verfügung erlassen hat, sozusagen, also feststellt, hier handelt es sich um ein marktbeherrschendes Unternehmen im Sinne dieses Artikels, also überragend und marktübergreifende Position, dann kann es diese Verfügung sozusagen erstmal festhalten und die könnte schon sowas wie so ein Chilling-Effekt auslösen, weil jetzt weiß der entsprechende Konzern, wenn ich jetzt irgendwie eine der Missbrauchstatbestände in diesen Artikel erfülle, kommt mir vielleicht, habe ich vielleicht Ärger mit dem Bundeskartellamt. Das ist positiv. Das Zweite ist, dass wenn das Bundeskartellamt dann missbräuchliche Praktiken untersagt, wie beispielsweise, dass sie sich ungerechtfertigterweise Zugang zu Daten verschaffen, keine Datenportabilität herstellen, ihre eigenen Dienste bevorzugen, dass dann sozusagen das Bundeskartellamt das erstmal untersagen kann, ohne die negativen Auswirkungen nachweisen zu müssen, sondern wir haben auch hier positiverweise eine Beweislastumkehr. Die Internetkonzerne selbst müssen beweisen, dass sie keinen Missbrauch sozusagen gemacht haben. Das ist normalerweise nicht der Fall und das macht diesen Artikel auch erstmal relativ stark. Nachteilig ist vielleicht an dieser Regelung, dass so eine Verfügung erstmal ausgesprochen werden muss und das Bundeskartellamt kann es machen, muss es aber nicht. Das obliegt allein des Bundeskartellamts, das zu entscheiden. Es gibt auch keine Entsprechung sozusagen dieses Sonderstatus bei der Fusionskontrolle. Das heißt, die entsprechenden Konzerne könnten immer noch auf Einkaufstour gehen und wachstumsstarke, innovative Start-ups sozusagen vom Markt einfach wegkaufen. Sogenannten Killer-Akquisitionen. Die sogenannten Killer-Akquisitionen, genau. Ja. Das scheint ja ein beliebtes Geschäftsmodell bei einigen Startups auch zu sein, einfach was auf den Markt zu schmeißen und sich dann rauskaufen zu lassen. Gut, für den Markt ist es natürlich wahrscheinlich dann nicht. Ne? Also dann hat man gerade die alternativen Nutzer gebunden und dann werden sie reingeholt in den anderen großen Konzern. Ne? Und gehören dann plötzlich zu deren Verfügungsmasse. So ein bisschen ist es ja auch genau gelaufen bei Facebook und WhatsApp. Da haben wir ja auch eine Entscheidung vor einiger Zeit gehabt. Und habt ihr dazu auch Vorschläge, wie man damit umgeht, also wie man das in den Griff kriegt, solche Situationen? Also eine unserer Vorschläge ist, dass es ein Antragsrecht von Datenschutz- und Verbraucherschutzorganisationen geben soll, und diesem Antrag sozusagen dann eine Verfahrenseinleitung seitens des Bundeskartellamts folgen müsste. Wie die Grundannahme ist, sozusagen, dass Datenschutz- und Verbraucherschutzorganisationen sehr schnell vielleicht mitbekommen, weil sie entsprechende Hinweise kriegen, dass Datenschutz verletzt wird, dass vielleicht Daten zusammengeführt werden, die gar nicht zusammengeführt werden sollten, dass vielleicht Datenportabilität verweigert wird und
Und von daher macht das also total viel Sinn, diesen Datenschutz- und Verbraucherschutzorganisationen dieses Antragsrecht zu geben und dann auch das Bundeskartellamt sozusagen verpflichtet ist, dem auch nachzugehen. Das heißt, eine sinnvolle Maßnahme wäre es, irgendwie ein Recht einzuräumen, womit man dann das Bundeskartellamt selber zum Jagen treibt, ja. Genau, also das auf jeden Fall. Und das Positive, oder man kann da auch ganz gut in dem Wettbewerbsrecht andocken, weil es eben auch jetzt schon sozusagen auch eine verbraucherrechtliche Kompetenz des Bundeskartellamts gibt und eben auch grundsätzlich das Wettbewerbsrecht von der Grundannahme her, auch wenn das sehr eng im ökonomischen Sinne sozusagen definiert ist, aber eines der Ziele des Wettbewerbsrechts ist die Konsumentenwohlfahrt. Von daher wäre es irgendwie schwer nachvollziehbar, warum dieses Antragsrecht verweigert werden sollte, zumal auch die Monopolkommission in ihrem letzten Hauptgutachten selbst vorgeschlagen hat, dass es ein solches Antragsrecht für Verbraucherschutzorganisationen geben soll, nur für die Untersuchung sozusagen von Missbrauchstatbeständen. Die hatten speziell auf Preisalgorithmen abgehoben, weil da sozusagen die Sorge ist, dass die Preisalgorithmen, ohne dass das jemand mitbekommt, Preisabsprachen untereinander treffen, sozusagen, genau. Also ich kann nur sagen, ich finde das unheimlich gut, wenn wir ein Instrument hätten, wo man eben dieses Datenschutzrecht und das Verbraucherschutzrecht flankieren würde durch eine Rechtskonstruktion, die eben eher kartellrechtlich aufgesetzt ist. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir vor ungefähr 10 Jahren mal gefragt worden sind, was kann man da eigentlich gegen diese Marktkonzentration machen und dass das Probleme mit sich bringt. Damals war ich noch in der Aufsichtsbehörde im Datenschutzbereich. Und dann habe ich gesagt, naja, das Datenschutzrecht ist schon ein Instrument, aber das ist kein Instrument zur Marktabschottung oder sowas und ist auch nicht ein Instrument, um Marktmacht zu bekämpfen, sondern es ist ein Instrument, um Individualrecht zu schützen. Und habe damals dem jungen Kollegen von der EU-Kommission gesagt, er könnte ja mal gucken, ob er nicht mal was in der Wettbewerbskommission findet. Das hat dann allerdings ganz schön lange gedauert, bis es ins Wettbewerbsrecht angekommen ist, dass da ein Problem ist. Insofern ist es gut, wenn sich da was tut. Jetzt hatten wir aber vor kurzem noch diese Entscheidung des OLG Düsseldorf zu Facebook. Das Spannende fände ich daran, dass wir ein großes Thema haben, ist der Versuch, diese großen Konzerne wieder zu entflechten. Ne? Und da gibt es eine ganz gute Initiative im Moment in den USA, die das auch fordern, die sich das angucken und sagen, zerschlagen. Ja, gibt es da Kontakte? Auf jeden Fall. Also wir haben Kontakte mit der Open Market Initiative. Ich habe den Matt Stoller gerade am letzte Woche Dienstagabend getroffen, weil der zu der digitalen Kapitalismus-Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung da war. Wir werden im Dezember ein Treffen organisiere ich, wo die Lina Kahn aus den USA kommen wird. Genau, von daher haben wir da jetzt schon ganz gute Kontakte geknüpft. Den Schulterschluss, den fände ich total gut, wenn man den hinkriegen würde. Ich glaube, dass die Entscheidung des Bundeskartellamts zu Facebook, was sie da gemacht haben, da auch durchaus in der Community ganz gut aufgenommen wurde, auch wenn das OLG Düsseldorf da jetzt erstmal wieder einen Keil davor getrieben hat. Die Idee nämlich des Bundeskartellamts war da, zu sagen, man macht, was Sie genannt haben, so eine vertikale Trennung. Das ist sagen, das Prinzip der Datentrennung, das verlangen wir auch von Facebook. Das heißt, die Daten von WhatsApp, die dürfen nicht von Facebook verwendet werden können. Weil eine Zerschlagung von Unternehmen ist eigentlich was gar nicht so einfach ist, was ganz schön schwierig ist, weil die Inhaber, die bleiben trotzdem dieselben, auch wenn man die organisatorisch trennt. Und das hat aber das Bundeskartellamt da mal gemacht und gesagt, so, wir machen Vorgaben, wie ihr das eigentlich zu handhaben habt. Und da suchen, glaube ich, im Moment alle nach guten Ideen. Und wir im Grunde auch als Konzernmachtinitiative diskutieren das viel und freuen uns auch über eure Anregungen und Fragen zu dem Thema. Damit will ich jetzt erstmal schließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden für diesen Einblick. Gibt es Fragen
Rückmeldung aus dem Publikum. Yes. Ja, danke Jan, danke Marita für den Vortrag. Super spannend, ganz wichtige Initiative, finde ich auch. Die Frage ist für mich so ein bisschen die europaweite Dimension. Also es ist ja schön gut, wenn das Bundeskartellrecht gestärkt wird oder das die Aufgaben des Bundeskartellamts, aber einen richtigen Block gegen die Macht der Großkonzerne wie Facebook und andere ist ja, wenn es auch auf europaweiter, auf EU-weiter Ebene einen Konsens gibt. Was seht ihr da momentan für Schlachten, was seht ihr für Meilensteine und für nächste Möglichkeiten, das EU-weit abzustimmen? Fange ich an und du ergänzt gerne. Genau, also zum einen ist es richtig, alles, was im deutschen Wettbewerbsrecht gilt, gilt auch nur für das deutsche Hoheitsgebiet, von daher nur in Deutschland. Aber immerhin für Deutschland könnte man das entsprechend, also diese Zerschlagung auch durchführen. Auch für die europäische Ebene war ich jetzt letzten Freitag auf einer Brüsseler Konferenz, da ging es um Nachhaltigkeit und Wettbewerbsrecht. Und es gab ja auch sozusagen die Anhörung von Frau Vestager vom Europäischen Parlament. Und da wurde sie auch gefragt, wie es denn mit der Zerschlagung der Internetkonzerne aussieht. Und da hat sie gesagt, also machbar ist das auch heute schon, sozusagen. Aber es gibt andere Möglichkeiten und das ist nicht, also absolut nicht ihre Priorität gerade, kann man so sagen. Aber das Europaparlament hat zweimal nachdrücklich sich für eine Zerschlagung ausgesprochen. Und es wird jetzt ähnlich wie in Deutschland auch sozusagen eine Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts im Zuge der Digitalisierung geben. Frau Vestager ist auch für Digitalisierung selbst zuständig. Von daher werden wir uns da auch entsprechend einbringen. Ja, kann ich nicht viel ergänzen, aber eins auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir im Moment eigentlich eine Zeit haben, wo es durchaus Rückenwind gibt für das Thema. Und dass man eigentlich viel mehr gesellschaftlich überlegt, wie kriegt man es in den Griff. Und das, was mir da so noch ein bisschen ein Dorn im Auge ist, ist, dass wir immer nur aus dieser marktgetriebenen Wettbewerbssicht auf das ganze Ding gucken. Ne? Weil unser Wettbewerbsrecht, das Gesetz ist überschrieben, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Und es geht immer nur um den Wettbewerb. Das, warum das OLG Düsseldorf diese Kartellamtsentscheidung kippen konnte, hätte man übrigens aus meiner Sicht auch andersrum entscheiden können. So ein bisschen... Da gibt es Offenheiten im Recht. Ne? Das, warum die das gekippt haben, haben sie gesagt, naja, das, was da an möglichem Datenschutzverstoß war, das ist hier irrelevant, weil es hat sich nicht auf den Wettbewerb ausgewirkt. Dass wir aber Probleme mit großen Konzernen haben, die auch jenseits des Wettbewerbs negativen Einfluss auf Gesellschaften haben, das hat das Wettbewerbsrecht, unser heutiges europäisches Wettbewerbsrecht, im Grunde gar nicht auf dem Schirm. Und wer glaubt, dass eben Kartellrechtsbehörden dazu da sind, Kartelle zu bekämpfen, der liegt daneben. Es geht darum, nur solche zu bekämpfen, die nach irgendeiner Definition von Wettbewerb problematisch sich äußern, ja, oder verhalten. Und da haben wir eigentlich eine Lücke aus meiner Sicht. Und wie wir das in den Griff kriegen im Moment, das weiß niemand so genau. Wobei man zur Entscheidung des OLG Düsseldorf auch nochmal sagen muss, dass die auch in ihrer Begründung geschrieben haben, die haben ja fast sogar nicht anerkannt, dass es überhaupt eine marktbeherrschende Stellung gibt von Facebook. Also die Leute nutzen Facebook ja freiwillig sozusagen, es gibt überhaupt keinen Druck, das zu nutzen. Es gibt keinen Schaden für Leute sozusagen, wenn Daten gesammelt werden oder wenn sie ihre Daten verlieren und so weiter. Fand ich in mehrerer Hinsicht irgendwie interessant. Ja, das ist aber auch ein bisschen so eine juristische Taktik. Man kann einfach an den Stellen das offen lassen, wenn man es an einer anderen Stelle kippt. Ja? Und dann sagt man, da muss ich mich gar nicht zu äußern, da will ich mich gar nicht festlegen, weil am Ende scheitert es ja da und da. Und das macht das OLG da ganz geschickt. Also das ist nicht ganz frei von juristischer Brillanz, auch wenn sie mit der Zeichensetzung hier und da Schwierigkeiten hatten in ihrem ersten Aufschlag. Irgendwie haben sie da überall bedingte Trennstriche eingefügt, die da nicht hingehörten. Das hat mich beim Lesen total genervt, ehrlich gesagt, aber mittlerweile ist es ordentlich. Spricht nicht für die Digitalkompetenz von dem Gericht, aber juristisch kann man das, glaube ich, so sehen.
Ich hätte tatsächlich noch mal eine Frage zum aktuellen Vorschlag dann der Bundesregierung, weil jetzt ihr Datenportabilität und Zugang als Pluspunkt steht, die gestärkt werden sollen. Ist es dann das Daten für alle Gesetz in vereinfachter Form oder was verbirgt sich dahinter? Also sozusagen eine Pflicht, die eine ja seit einigen Jahren in der Debatte bestehende Verpflichtung für marktbeherrschende Stellen, anderen Unternehmen Zugang zu ihren Daten zu gewähren. Wenn, da geht es genau darum, den Zugang zu Daten sozusagen anderen Unternehmen zu gewähren, Datenportabilität möglich zu machen. Aber Grundvoraussetzung ist erstens, dass es eine Verfügung gibt vom Bundeskartellamt, weil das alles in dem entsprechenden Artikel geregelt ist. Ohne Verfügung läuft nichts an der Stelle. Und zum anderen, muss das Bundeskartellamt sozusagen als Missbrauch erstmal untersagen wollen. Wenn Sie feststellen, die verschaffen sich Zugang zu Daten in einem Umfang, der andere Unternehmen sozusagen schädigt, den Wettbewerb schädigt, dann können Sie entsprechend aktiv werden. Was nicht explizit geregelt ist und deswegen der Minuspunkt an der Stelle, dass die Internetkonzerne sich nach wie vor weigern können, interoperable Datenformate und eine Übertragung von Daten in Echtzeit zu gewährleisten. Ist vielleicht ein bisschen eine Lesart auch sozusagen, aber das würden wir auf jeden Fall noch stärker verankern wollen. Okay, wenn jetzt niemand hier schreit, würde ich sagen, vielen Dank, Marita und Jan.